Hi, damit du unsere Webseite voll nutzen kannst, hier eine kurze Einführung in die Funktionalität. Die Idee ist, dass du sehr schnell die Filme findest, die du ansehen oder aufführen willst, um andere Menschen zu bewegen. Inklusive einer Einschätzung, für wen und was du den Film nutzen kannst und ob er ausgewogen, bewegend und wissenschaftlich korrekt ist. Dazu liefern wir dir nicht nur spannende Making-ofs, Ausschnitte und Interviews mit dem Regisseur. Dutzende Filme kannst du auch gleich anschauen hier, gratis oder kostenpflichtig. Gut, lass uns dir das mal schnell zeigen. Wenn du diese Seite zum ersten Mal geladen hast, siehst du die 10 Filme, welche unsere Filmjury als die herausragendsten empfiehlt und weitere 100 Filme, mit denen Filme für die Erde täglich arbeitet. Ziemlich viele also. Nun, das kann dir bereits zu viel des Guten sein. Darum findest du links unseren Filmnavigator, der dich die Filme hier sortieren lässt. Im Abschnitt thematisch, du kannst ihn hier öffnen und schließen, kannst du nun stöbern. Welche Filme gibt es zu Atomkraft? Welche zu Klima? Welche zu Permakultur etc. Aufgelistet sind einfach die besten der uns bekannten. Jeweils unter Weitere findest du übrigens dann noch mehr Filme. Hier als Beispiel die Rubrik Klima, Weitere. Das sind Filme, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht nach vorne genommen haben. Entweder sind sie nicht gut, sie sind nicht ganz passend, sie sind Spielfilme oder alt. Ganz unterschiedliche Gründe. Okay. Im Abschnitt nach Stichworten kannst du auch direkt nach wichtigen Nachhaltigkeitsbegriffen suchen, also solche Begriffe, die keine großen Themas sind, sondern einfach Stichworte, und bekommst dann eine Liste von Filmen, die zu diesem Stichwort passen. Nehmen wir mal ein kompliziertes Stichwort hier, zum Beispiel Suffizienz, und du findest hier dann die Filme, die du alle für zur Suffizienz anwenden kannst. Du kannst aber auch, weil es hier immer noch zu viel ist, einfach schauen, welche sind die Top 10 von Filme für die Erde, welche sind die Top 100, das sind die Filme, mit denen wir arbeiten an Events. Oder du kannst auch sagen, ich will alle sehen, und dann siehst du wirklich alle, das sind dann weit über 100 Filme, die auf irgendeine Art und Weise hier auf unserer Webseite besprochen werden oder anschaubar sind. Vielleicht möchtest du auch wissen, welche DVD gibt es hier, welche Filme kann ich als DVD kaufen? Ziemlich viele als DVDs. Welche als Blu-ray? Schon wieder ein paar weniger. Hier. Und ganz spannend, welche kann ich online gratis ansehen? Ein paar spannende Gratis-Filme. Oder wir haben auch je länger mehr Video-on-Demand-Filme, das heißt, du kannst sie einen kleinen Preis direkt online ansehen. Wenn dir das alles nicht weiterhilft, weil du so ein spezielles Interesse hast, dann nutze doch unsere Suchfunktion. Und du bekommst die Suchresultate zu diesem Stichwort, das wir nicht in der Stichwort-Wolke haben. Du kannst auch Filme auf unserer DVD-Karte finden, hier gratis DVDs und Ausleihorte anzeigen. Und dann bekommst du zu einem Interface, in dem du sehen kannst, ob andere Besucher dir eine DVD gratis ausleihen würden. Hier zum Beispiel. Alle orangen Pins sind DVDs oder Leute, die DVDs ausleihen. Und du kannst dafür anfragen. Und die Person bekommt ein Mail mit deiner Anfrage und du bekommst die DVD. Gleichzeitig haben wir auch über 40 Bioläden und andere Ausleihorte, welche gratis unsere DVDs ausleihen. Auch hier findest du allerhand
Okay. Und dann ein paar Kommentare, falls du andere User-Kommentare sehen möchtest zu diesen Filmen. Nun, wenn du einen Film gefunden hast, hier noch eine kurze Erklärung, was du auf der Filmseite alles finden kannst. Neben Trailern und Bildern, die unter anderem auch hoch aufgelöst sind für Journalisten, hat das ja einen wichtigen Abschnitt, technische Daten und Verfügbarkeit. Und dort findest du Links und Angaben, bei wem du die Filmrechte buchen kannst, falls du den Film öffentlich aufführen möchtest. Was da die Regeln sind, wie man Filme öffentlich aufführen darf etc., findest du auf unserer Kontaktseite. Dort hat es einen relativ großen häufige Fragen und Antworten Katalog. Bitte lies den durch, bevor du uns anrufst, damit wir etwas weniger zu tun haben. Hier stehen alle möglichen Fragen beantwortet, wie du einen Film aufführen kannst. Und wenn du immer gerne informiert sein möchtest, welche Filme neu herausgekommen sind oder was man neu anschauen kann auf der Webseite, abonniere unseren Newsletter. Jeden Monat schreiben wir diese Dinge in den Newsletter und schicken das an bereits über 6.000 Menschen raus. Gut, ich hoffe, das war ein bisschen aufklärend und du kommst zugange mit dieser riesigen Datenbank an Umweltfilmen, Schwerpunkt Ökologie, und freuen uns, wenn du DVDs weitergeben kannst, bekommst, wenn du Filme aufführen kannst und so etwas beitragen kannst, dass wir eine nachhaltige Gesellschaft werden. Vielen Dank.